und herzlich willkommen auf dem Prop Nation Kanal. Vielleicht stoßt ihr jetzt gerade auf das Video, weil ihr den ersten Teil gesehen habt. Gründe für den Suchornkauf. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann checkt ihn gerne ab. So, jetzt einmal um die Kurve herum. Ja, ja, sehr schön. Weiter geht's. Schaffen wir die zweite auch, Udis. Oh, ich werde immer langsamer. Der zweite, nein! Und im zweiten Teil geht es jetzt hier drum, die Negativpunkte von der Suchhorn, die der ein oder andere sicher noch nicht weiß. Ich glaube, wir fangen auch gleich mal an mit dem ersten Punkt, den ich zum Beispiel noch nicht wusste. Und zwar, ich glaube, das liegt an dem Controller, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Keine Ahnung, fragt mich nicht, ich bin keiner, der sich darüber auskennt. Du musst extrem mit deiner Hand sehr sensibel sein, um eine gleichbleibende Geschwindigkeit zu fahren, weil sonst ruckelt es die ganze Zeit so hoch, vorwärts, zurück, vorwärts, zurück. Mich persönlich stört es jetzt nicht so extrem. Am Anfang hat es mich halt gewundert, weil schaut mal, ich gebe immer so ein bisschen Gas und dann wieder geht es vom Gas weg. Deswegen, ich bin einfach immer der Vollgas fährt und wenn ich das Gas nicht brauche, gehe ich runter und dann gebe ich wieder Vollgas. By the way, wir schauen jetzt wieder 50% Akkukapazität um Punkt 11 Uhr. Meine Uhr sagt mir auch gerade an, ob ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Auch eine geile Nummer. Aber nein, es ist leider nur ein E-Bike. Ja, war für mich der erste Punkt, den ich nicht wusste. Ja, ist aber jetzt nicht allzu dramatisch. Kann man auf jeden Fall damit leben. Genau, zweiter Punkt. Und zwar, wenn du die Batterie lädst und du bist bei der Batterie auf 100%. Ich blende euch jetzt einfach mal hier kurz einen Clip ein. Und da seht ihr, dass das Ladegerät hat so einen Ventilator drin, um den Hitzeabbau, glaube ich, zu fördern. Aber die Sache ist die, dass der sich halt die ganze Zeit weiter dreht und du das nicht einfach über Nacht laufen lassen kannst und es sich abstellt, so wie bei der KTM. An sich, das Ladegerät von der Lautstärke her ist auch sehr angenehm. Es hört sich manchmal so an, als ob es draußen regnet oder so, ja, wie so Regentropfen, die auf den Boden fallen. Oh, hier sind irgendwas gewesen, das hat mich gerade durch die Hose durchgestochen. Ja, hier geht es auch, glaube ich, nicht weiter. Obwohl hier irgendjemand gefahren ist. Aber ich werde es nicht sein. Na, schaut mal, und obwohl ich hier fahre, man sieht es nicht, dass ich hier gefahren bin. Das ist so genial mit dem Teil. Füße hoch. Oh, oh, fuck. Jo, jo. Da waren die Brennnessel, glaube ich, die waren es. Der Übeltäter. So, der nächste Punkt zeige ich euch von außen. Musste gerade sowieso an der GoPro den Akku wechseln. Dachte ich mir, dann mache ich das gerade hier von auswärts. Das Licht hier ist auf jeden Fall das Originallicht von der Straßenversion. Ah, das ist einfach nichts. Ich blende euch einfach mal ein Foto ein. Und das ist hier so schön dezent. Hat leider kein E-geprüftes Zeichen oben. Gibt aber in der gleichen Größe, so einer ziemlich ähnlichen Größe, noch ein Licht. Das hat eine E-geprüfte Nummer. Und wäre vielleicht eine Option, wenn ich sie mal zulasse, darauf abzugraden. Zweiter Punkt, Kennzeichenhalter. Meiner ist hier drunter. Hier oben haben wir das Rücklicht, Bremslicht, Reflektor. Hier würde dann das Kennzeichen hinkommen. Und original ist es hier hinten bei der Straßenversion. Finde ich nicht sehr schön. Ja, was soll ich dazu sagen? Zum Glück kann man das nachrüsten. Ob das ganz legal ist, weiß ich jetzt nicht. Besser ist es, als gar keins zu fahren. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, es ist einfach so ein schönes Bike. Ich steige jetzt wieder auf. Fahr weiter und dann nenne ich euch mal den letzten Punkt. Let's go! Hier wieder zurück on board auf der Suchhorn. Und ja, der letzte Punkt, Nummer 5, ist die Bremse. Bremse ist meiner Meinung nach nicht sehr gut. Muss man auf jeden Fall nachrüsten. Mache ich aber erst, wenn ich... fahren wir mal hier lang. Mache ich aber erst, wenn es... Alter, chillig. Das ist ein Spieleparadies. Fahren wir hier runter? Ich denke schon. Oh, jetzt, let's go. Oh. Hier ist jemand lang gefahren. Also ich war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube eher jemand mit einer Cross. Boah, Junge, ging es hier gerade steil runter. Kann man nur mit der Kamera sehen. Aber hier ging es gerade anders wild runter. sorry für meine
für meine Atmung. Ja, Bremsen sind nicht gerade die besten. Zum Wheelies üben merkt man es am meisten. Ja, im Gelände merkt man es jetzt nicht unbedingt. Deswegen kann ich es auch absolut mehr als verkraften. Deswegen würde ich sie jetzt auch nicht unbedingt wechseln, bevor sie nicht unten sind. Man muss heute nur aufpassen, wenn man gerade im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, dass die halt nicht so hauen. Aber ist auf jeden Fall verkraftbar. Das sind ja auch meistens alles Punkte. Also, wenn mich die stören würden, dann würde ich ja das Bike nicht empfehlen. Ich kann euch das E-Bike zu 100% empfehlen. Und das sind alles nur Kleinigkeiten. Vielleicht habe ich auch einen Punkt vergessen. Und dann könnt ihr mir den sogar auch unten in die Kommentare schreiben. Ich schaue jetzt noch mal kurz auf die Uhr, wie spät wir haben. Wir haben 22, also wieder 20 Minuten vergangen. So wie beim letzten Video haben wir auch ungefähr 20 Minuten gebraucht. Und der Batteriestand ist bei 41%. Das heißt also, wir haben jetzt nur 9% verbraucht in 20 Minuten. Was sogar noch mal deutlich besser ist wie beim letzten Video. Aber da sieht man mal wieder, taktische Strecken sind deutlich anspruchsvoller für einen selber. Aber von der Batterie her zieht es halt dann fast nichts. Da könnt ihr dann ohne Ende umeinander fahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr Bock habt auf weitere Videos. Danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.